Mit dieser präzisierten Aufgabenstellung geht es dann in die Entwurfsphase. Und hier gibt es bei solchen Problemen, wie sie jetzt beispielsweise im Hamstermodell auftreten, also Problemen, die noch relativ klein bis mittelgroß sind, hier gibt es ein Verfahren, was einem hilft, vom Problem zum Programm zu kommen. Dieses Verfahren nennt sich schrittweise Verfeinerung oder auch Top-Down-Entwurf. Und Ziel ist es, ein komplexes Problem in weniger komplexe Teilprobleme zu zerlegen, also eine Komplexitätsreduktion zu erzielen. Das Prinzip, das kennen Sie vielleicht vom Puzzle. Wenn Sie ein Puzzle mit 1000 Teilen haben, dann fangen Sie ja auch nicht einfach irgendwo mit irgendwelchen Teilen an und versuchen, die mit anderen Teilen zusammenzustecken, sondern Sie suchen vielleicht erstmal die Ränder raus, die Ecken und Ränder raus und haben damit schon das Teilproblem Ecken, Ränder gelöst. Und dann suchen Sie vielleicht ja alle blauen Stücke raus, weil die irgendwie den Himmel repräsentieren. Also Sie zerlegen das Gesamtproblem des Puzzles in Teilprobleme und lösen diese Teilprobleme. Und wenn Sie alle Teilprobleme gelöst haben, ist das Puzzle fertig. Und dasselbe Verfahren, dasselbe Prinzip liegt der schrittweisen Verfeinerung, dem Top-Down-Entwurf bei der Programmierung zugrunde. Wenn das Gesamtproblem zu komplex ist, teilt man es in einfachere Teilprobleme auf und löst dann die Teilprobleme. Wenn die Teilprobleme selbst noch zu komplex sind, teilt man sie in noch einfachere Teilprobleme auf und löst dann diese noch einfacheren Teilprobleme und so weiter. Ja, und irgendwann ist man dann auf einer Ebene, wo die Teilprobleme einfach zu lösen sind und man löst sie. Und letztendlich kann man die Lösungen der Teilprobleme zur Lösung des übergeordneten Teilproblems zusammensetzen. Ja, und das Gesamtproblem löst man dann letztendlich durch Zusammensetzung der Lösungen der obersten Teilprobleme. Ein Hilfsmittel hierbei sind Prozeduren und Funktionen, weil die erlauben, Teilprobleme separat zu lösen, zu formulieren.